Ja, Leute, ich habe Eisenhol, der ist da schon recht stark am Arbeiten und wir haben hier ein ausgebrütetes Ei, das habe ich auch gefunden. Das holen wir dann mal, machen das Logo und dann gehen wir auf den Großbildschirm, ne? So, da hat sich ein Asox hinter versteckt. Wir haben aber noch ein Ei. Warte, nee, F müssen wir drücken und das da reinmachen. Das ist aber ein gewöhnliches Ei. Und der Asox, den haben wir da auch noch weggeholt. Läuft erstmal. Ich hatte das mit dieser Waffe da probiert, ne, das Eisen zu holen, aber das klappt sowas von schlecht, das glaubt ihr gar nicht. Ich weiß gar nicht, was das soll. Hier haben wir noch Feuerpfeile, die sollten wir vielleicht mal mitnehmen, das ist nur eine gute Idee. Waren da auch noch welche? Nein, da ist nix. Hier ist auch nix, das ist erstmal gut. Okay, wir sind am Eisen produzieren. Und wir wollten eigentlich was bauen, und zwar so einen Entsafter, und da brauchen wir noch 6 Barren für, okay. Achso, wir können ja schon welche wegholen. Ich glaube, die werden noch nicht gezählt. Ne? Erst wenn ich die habe, werden die gezählt. Kann das sein? Nochmal gucken. Ja, genau so ist es. So, das heißt, der Entsafter, wo kommt der hin? Ich könnte den hier auf die Ecke noch stellen, glaube. Oh, der ist so groß. Da hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Dann stellen wir den nicht dahin, weil da ist es nicht so praktikabel. Vielleicht geht er hier hin. Mal gucken. Kann nicht gebaut werden, weil eine Figur im Weg ist. Okay, hier nicht. Hier ist auch kein Platz mehr. Dann vielleicht hier neben das Feld oder so. Oh, hier hinter geht auch noch. Dann kommt er hier hin. Gut, dann wird er gebaut, das ist schon mal gut. Das ist ganz schön groß, das Ding, ne? Dann bauen wir einen Entsafter. Da müssen wir mal gucken, wie wir die Pals dann entsaften. Da sind doch einige dran, das dauert eine Minute. Wenn ich dabei bin, jetzt, oh, nach 45 Sekunden war es gleich weniger. Komm, lass uns gerade das zu Ende machen. Ich will wissen, wie es funktioniert, ne? So, jetzt ist einer abgehauen, da ist die Zeit wieder zurückgesprungen. Aber 10 Sekunden, die werden wir noch haben. So, jetzt ist er gleich fertig. So, Palensafter. Wenn ich F drücke, ah, dann kann ich da einfach welche reinschmeißen, oder wie sehe ich das? Ich würde jetzt einfach mal hier so ein Viech da reinschmeißen, Pal zum Entsaften. Denn zu entsaftende Pal wird verbraucht, ja, stimmt. Muss ich noch irgendwas machen? Palkonzentration. Muss ich da mehr reinschmeißen? Ah, Palextrakt. Okay, da unten wird es jetzt mit mehreren voll, weil ich mehrere angeschlossen habe. Hier ist noch einer und da ist noch einer. Zack, jetzt kann ich Extrakt voll machen und kann die entsaften. Alle 4 sind dann weg. Ja, weg damit. Die Artgenossen wurden gestärkt. Wie verstehe ich das jetzt? Ich brauche da 4 Stück von dann, ne? Da ist schon mal keiner mehr. Wie viel haben wir denn insgesamt so? Wir haben von den Kätzchen immer noch einige, naja. Box 1, warte mal, das heißt, dieser hier ist 12. 11. Und wir können die ja mal reinschmeißen, ne? Kann ich das sehen? 4 und 5. 3 und. Ah, jetzt muss ich tatsächlich noch einen haben. Aber das ist kein Problem, da ist tatsächlich nur einer. So. Ich weiß jetzt nicht, was das mir sagt. Entsafte Pals werden verbraucht und können nicht mehr zurückgeholt werden. Wirklich entsaften? Ja. Die Entsaftung war erfolgt. Ein Pal wurde durch das Opfer seiner Artgenossen gestärkt. Aber welches wurde gestärkt? Der? Nee. Ich hoffe, der Beste. Der hatte 12. Warte, der ist dann 4. Ja, weiß ich nicht. Sieht jetzt nicht so aus.
Kann ich das hier sortieren? Nee, ne? Wer wurde gestärkt? Das ist die Frage, ne? Das war der fünfte. Er hat Level 5. Es gibt nur noch einen davon dann. Ja, das heißt, wenn ich das jetzt klicke, muss der ja besser werden. Ach, da sehe ich vielleicht auch, was das wird, ne? So, jetzt nochmal. Ah, da ist einer geblieben. Der ist wohl stärker geworden. Kann das sein? Okay, der ist dann gegenüber dem besser geworden. Sieht aber nicht so aus. Weil der hat ja nur Angriff 86 und der 131. Wer ist stärker geworden, ist dann die Frage. Wähle einen Pal als Empfänger. Ach so, der erste ist der Empfänger. So, was haben wir denn noch ein paar von da? So, hier sind keine doppelten und dreifachen und fünffachen. Hier diese hier habe ich vielleicht mehr von, ne? So, 149, 89, 70. Das ist der Empfänger. So, jetzt müsste er der Empfänger sein. 149, 89, 70. Ach so, da oben ist vielleicht auch noch 829, 80. Naja, vielleicht ist der besser geworden, könnte sein. Ist der jetzt auf Level 2 da durchgekommen hier? Hier sind noch ein paar Schäfchen. Haben wir da so viele? Nee, ne? Wenn ich den noch auswähle und die beiden auswähle. Ah, es wird sogar gehen. Ja, okay. Hat er nicht gemacht, oder? Hier habe ich nur drei von, ne? Ja, sieht so aus. Von den Hühnern habe ich auch nicht genug, oder? Kriege ich da noch mehr von zusammen? Ne, ne? Da fehlt mir. Nee, da fehlt mir nicht einer. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo der ist. Da. 997, ich glaube, der hatte 950 vorher. Vielleicht ist er bei Eierlegen jetzt auf Level 2 gegangen, weiß ich nicht. Da habe ich jetzt wieder nicht drauf geachtet, so ein Shit. Der ist auf Level 2. Die sind auf Level 1. Aber da habe ich nicht genug von, ne? Nein. Das heißt, das wird nichts. Gut, wir gehen schlafen. Ist ja schon wieder dunkel draußen, ne? Bringt ja nichts hier rumzurennen. Da müssen wir noch so einen Wollknäuel kriegen und mal gucken, was daraus wird. Die laufen ja gleich um die Ecke schon rum, meine ich, oder? Was machst du denn jetzt hier? Alter, das gibt's auch gar nicht. Du sollst ins Dingens hier. Kommen die wieder raus? Ihr sollt da rein. Ihr zwei Hänger da. Ne, drei sogar, oder wie viel seid ihr? Mehr von denen, ne?
Aber ich will die ja alle entsaften, da muss das so gehen. So, jetzt klappt's aber, ne? Ah, der noch. Der ist aber widerstandsfähig. Komm, jetzt den noch und dann ist es gut. Selbstzerstörer. So, jetzt zurück und jetzt gucken wir, was wir mit Safter machen können. Das waren ja jetzt hoffentlich einige, oder? Sind nur 13, aber besser 13 wie gar nichts. Das Ei musste fertig sein. Nee, oh, das dauert 25 Minuten. Okay, da muss ja was Großes rauskommen nachher. Glaube ich aber nicht. Egal, wir gehen jetzt erst zum Entsafter und dann hauen wir die da alle rein. Alle, die wir jetzt gefangen haben, müssen da rein. So. F. Kann ich hier nach Level sortieren? Nee, ne? Der ist der, der das empfangen soll. Und der da rein, der da rein, der da rein. Ach Gott, das ist, habt ihr gesehen hier? Da braucht man jetzt ganz viele. Oh, ich glaube, das schaffe ich gar nicht. So viele habe ich gar nicht, oder? Nee, so viele habe ich nicht. Da fehlen mir jetzt noch 6 Stück. Respekt. Und das sind hier die Werte, die daraus werden dann, ne? Von 807 auf 919. Verteidigung 97 und Angriff 168. Das ist ja jetzt, ne, mal nix. Haben wir noch andere eingesammelt? Ich glaube schon, ne? Hühner. Geht das mit den Hühnern vielleicht besser? Das ist Huhn Nummer 12, ne? Da ist keiner mehr, genau. Da sind es auch schon 16, die ich reinstecken muss. Habe ich bestimmt auch nicht, oder? Nö. Ja, da ist ja mal was. Und wenn das so ablevelt, dann brauchst du ja keine Sorgen mehr. Ach so, dann kommt er hier ein Sternchen höher. So sieht's aus. Okay. Das ist natürlich dann schon eine Nummer, ne? Gut, dann müssen wir schauen. Ihr seid beschäftigt. Das würde ja bedeuten, wir müssen dann definitiv so eine Farm haben, wo wir die alle machen, ne? Aber dafür braucht man Törtchen und Törtchen braucht man Honig. Wo kriegen wir Honig weg? Das ist dann die Frage, ne? Gut, braucht man Bienen. Wenn wir Bienen haben, dann können wir Honig machen. Kann man das im Technikbaum freischalten irgendwo? Fleischerball, Wandfackel. Hier sind natürlich noch so Sachen, wo man nicht weiß, was dahinter steckt, ne? Wie viel haben wir denn? 5 Punkte und 2 Punkte. Gipfel, Armbrust, Feuerheizung. Kälte, Steinbauset, Megaleiter. Gleiter, nicht Leiter. Das ist ein Handschuh. Ne, hier ist jetzt noch nicht, wo ich sagen würde, das ist es. Stehlampe. War jetzt auch nicht, ne? Terrasphären gibt es da, okay. Da muss ich dann Level Up machen. Deckenlampe. Machen wir Restsattel. Dann kannst du auf dem dicken Vieh drauf rumreiten. Ist das ein Giftschild? Pistolenmunition, Schutzwand, Spitzhack und Helm. Okay. Metallbausetz, komfortables Bett, Rittmine. Splittergranate, Steintor. Ohrenset. Waffenfließbandwerk, okay, sehr interessant. Polymerplatten. Elektro, Schneemann. Und viele Sachen auch unbekannt. Hier gibt es noch hochwertige Metallspitzhacke, hochwertige Metallaxt bei Level 34 erst, okay. Ultrasphären.
Okay, da gibt es natürlich noch ganz viele Sachen, ne? Aber da sind wir jetzt noch weit, weit weg von. Ne? Da gibt es ein Einzelschussgewehr. Refriergranate. So, und da können wir noch ganz viel bis auf 50. Stationärer Raketenwerfer. Terra-Enterhaken. Gigantischer Futterbeutel. Graphitgewehr Z. Bau dir ein Gewehr, mit dem man Sticker malen kann und die dazugehörige Munition. Keine Ahnung, wofür das gut ist. Lilis Speer. Da habe ich nicht die Munition für. Auch nicht. Futtersack fehlt. Giga-Enterhaken. Ja, den haben wir schon, ne? Nee, das ist auch nicht. Sphärenwerfer ist das, okay. Großer Futterbeutel. Die Laterne, das war unser Ding noch, ne? Ah, ein Eisen. Feuerdrüsen und antike Bauteile. Haben wir alles nicht. Wieso haben wir das nicht? Gut, was macht das Ei? Ach, das Ei war sowieso viel zu lange noch. Genau, das muss auch noch auskühlen, steht da. Hier haben wir 13. Die Laterne. Nee, die Laterne war ja nicht hier. Da war die Laterne hier. Was können wir hier noch bauen, wenn überhaupt? Den Generator. Metallbahn 50 Elektrodrüsen. Okay, das wird nichts mit bauen. Was ist das? Ach, große Falle. Ja, das ist alles nichts, ne? Ne. Laterne war hier zu bauen, ne? Da ist sie. Jetzt brauchen wir noch Feuerdrüsen und antike Bauteile. Ja. 7 antike Bauteile. Also das wird alle nix. Ich würde sagen, wir machen aber jetzt hier wieder einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.